Also ich bin bei IMUS tätig, hauptsächlich im Bereich Mobile Testing und bin verantwortlich bei IMUS für Mobile Testing. Jetzt gibt es aus dem Bereich Mobile natürlich viel Überschneidung mit dem Internet of Things. Deswegen bin ich heute hier und du, Günther. Ja, mein Thema ist im Wesentlichen das IoT-Testing. Wie schon angekündigt, ist das Ganze noch ein bisschen am Anfang, ist das Ganze noch ein wenig am Werden, weil es einfach ein relativ komplexes Thema ist, gerade im IoT-Bereich. Und des Weiteren kümmere ich mich auch ein bisschen um die Security-Themen. Also da haben wir ja im IoT-Bereich auch ein entsprechend großes Paket zu schultern. Gut, das zu den Rollen. Gut, Internet of Things. Wir haben ja heute Morgen in der schönen Keynote schon einiges darüber gehört. Was ist überhaupt Internet of Things? Häufig hat es mit Smart Home zu tun. Da kommt dann irgendwie die Energie aus dem Windkraftrad oder aus den Solarzellen, wenn dann irgendwie im Auto zwischengespeichert, landen dann im Haus. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wachen morgens auf, Rollläden bleiben unten, ich komme nicht aus dem Haus, Tür ist abgesperrt. Nichts funktioniert so, wie es soll. Ja, vielleicht hätte man mal testen sollen, ne? Aber wie testet man eigentlich sowas alles? Das ist ja relativ komplex, wurde eben schon angedeutet. Heute Morgen hat es der Herr von Siemens, der Professor, auch schon gesagt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Genau, danke. Testen ist schwierig in dem Bereich. Es ist nämlich sehr komplex. Wir haben sehr viele Schnittstellen, wir haben sehr viele Daten, die sich ständig verändern, etc. So, das Bild sieht jetzt noch ziemlich einfach aus. Wenn wir jetzt mal uns das nächste anschauen, dann sieht man die Komplexität beim Internet of Things. Da spielt dann auch Industrie 4.0 mit rein. Wir haben schon einen Vortrag gehört von Herrn Grass von SAP, Grassel, genau, von Herrn Grassel von SAP. Da ging es auch so ein bisschen um Waren und Container im Hamburger Hafen, also Warenverkehr. Ja, wahnsinnig viele Schnittstellen. Wie wollen wir das jetzt eigentlich testen? Damit wir jetzt alle auf demselben Stand sind, wollen wir jetzt nochmal kurz einsteigen, was ist überhaupt testen? Wer von Ihnen hat einen Certified Tester Foundation Level vom ASQF? Einfach mal die Hände Ja, hoch. immerhin. Okay. Also weniger als auf den Veranstaltungen, wo ich sonst bin, aber immerhin ein paar waren es schon. Also wir klären jetzt zunächst nochmal ein paar Begriffe zum Testen und werden hier aber schon so ein bisschen das Wechselspiel machen. Was ist der normale Test? Also eine normale Anwendung, normales Programm auf dem PC, vielleicht auch Mobile Test und dann die Unterschiede für den Bereich Internet of Things. Also fundamentaler Testprozess schauen wir uns an, Teststufen und dann nochmal die Fehlerkosten. Der fundamentale Testprozess, der sieht so aus im Groben. Wenn man die Schulung macht für diesen Certified Tester Foundation Level, dann kommen mit diesem Bild jetzt erstmal 12 bis 15 Folien. Wir machen nur eine. Aber trotzdem wollen wir kurz darauf eingehen. Also am Anfang muss man natürlich planen und steuern. Muss sich überlegen, wie steuere ich den ganzen Test überhaupt? Und da purzeln dann Testkonzept, Master-Testkonzept heraus. In manchen Firmen gibt es ein sehr rudimentäres Master-Testkonzept, von dem werden dann die anderen Testkonzepte abgeleitet für die einzelnen Projekte. Ich denke, hier ist Kaum, alles noch kaum. ganz genauso. Bereich Internet of Things genauso. Mache auch ein Master-Testkonzept, Testkonzept, etc. Dann Analyse und Entwurf. Da müssen wir uns dann überlegen, ja, wie entwerfen wir den Test überhaupt? Welche Testmethoden brauchen wir? Welche Teststrategien können wir anwenden, um das Produkt, was wir da eben haben, zu testen? Da wird es dann schon ein bisschen genauer. Da haben wir dann eine Testspezifikation. Die Testspezifikation enthält dann auch die einzelnen Testschritte, wie bei einer Anwendung: klicke Button A, validiere Feld C und so weiter. Da steht dann alles drin. Ich denke auch hier. An den Inhalten wird sich sicher etwas ändern, weil natürlich das Klar. Testobjekt etwas spezieller ist, aber an der Art, wie ich zu der Testspezifikation komme und an der Wichtigkeit der Testspezifikation, da dürfte sich nichts ändern. Genau. Auch die Testmethoden, die Testmethodik wird dieselbe sein. Ich werde auch Äquivalenzklassenanalyse machen, Grenzwertanalyse machen, um eben zu meinen Testschritten, zu meiner Testspezifikation zu kommen. Realisierung und Durchführung, ja gut, da muss ich halt die Testspezifikation hernehmen und dann entweder manuell durchführen oder ich nehme einen Testautomaten her, der dann durchführt. Und hier denke ich, ist schon einiges anders dann. Da wird ziemlich viel anders werden. Wir werden Genau. es gleich sehen, ja. Allein die Testautomaten, es wird keinen Testautomaten geben, der wirklich im Bereich Internet of Things einen End-to-End-Test durchführen kann, behaupte ich jetzt mal so. Man muss immer mehrere Testautomaten nehmen, die dann irgendwie zusammenspielen. Vielleicht gibt es oben drüber ein Testmanagement-Tool, was die dann alle steuert. Aber es wird keinen einzelnen Automaten geben, das ganzen Bereich End-to-End abdecken kann. Gut, am Ende müssen wir natürlich noch eine Bewertung von den einzelnen Tests machen, die wir da gemacht haben. Müssen Testende-Kriterien auswerten. Sind wir fertig mit dem Test? Haben wir 80% aller Use Cases abgedeckt, könnte sein. Häufig ist es leider in den Projekten so, Budget ist alle oder Zeit ist alle. Das ist kein echtes Testende-Kriterium.
ist aber leider das, was häufig vorkommt. Ich denke, hier wird sich auch nichts ändern, genauso wie beim Abschluss. Da ist alles ähnlich. Unspannend mit dem Zusammenhang, ja. Genau. So, jetzt schauen wir uns hier in der Realisierung und Durchführung nochmal ein bisschen genau die Teststufen an. Was machen wir denn da eigentlich? Auf welchen Ebenen? Also auf den unteren Testebenen machen wir sehr viele Tests, deswegen ist das ein bisschen breiter. Auf den oberen Testebenen wird es ein bisschen schmaler, da machen wir nicht mehr ganz so viele Tests. Na, ganz unten, hier sind viele Entwickler, klar, Unit-Tests, die machen wir immer. Auch im Bereich Internet of Things wird das genauso sein. Dann kommt klassisch erstmal der Integrationstest, wo ich dann die einzelnen Units zusammenführe. Als nächstes kommt der Systemtest, da teste ich dann das System als Ganzes. Dann kommt der Abnahmetest, das ist dann kurz bevor ich Go-Live, also bevor ich live gehe mit dem Produkt. Und manchmal macht man noch einen Beta-Test, bevor ich es dann echt wirklich ausrollen tue. Okay, auf den unteren Teststufen machen wir sehr viele funktionale Tests. Da können wir die auch machen. Weiter oben Systemtest machen wir natürlich auch noch welche, aber hier unten machen wir hauptsächlich funktionale Tests. Wohingegen auf den oberen Teststufen die nicht funktionalen Tests stattfinden, wie Usability-Test, Performance-Test, klar, die kann ich erst dann machen, wenn die Anwendung da ist. Sonst kann ich ja nicht testen. Also ich kann die Usability nicht testen, wenn ich eine Funktion programmiert habe. Gut, jetzt wollen wir uns das Ganze mal am Beispiel vom Mobile mal anschauen. Was hat sich denn da damals schon geändert, als es mit Mobile losging? Und dann kannst du nochmal sagen, was da im Bereich IoT dann irgendwie anders wird. Also wir haben keinen Systemtest im Bereich Mobile, sondern eher einen App-Test. Wir testen also erst zunächst mal nur die App auf dem Gerät, ohne das ganze Backend und Cloud und was es alles gibt. Erstmal nur die App selbst. Ist also schon ein bisschen anders und dann machen wir einen Systemintegrationstest, wo die App dann mit dem ganzen Backend und der Cloud zusammenspielt. Also eine Teststufe hinzugekommen. Und im Mobile-Projekt haben wir natürlich noch eine App-Store-Review. Wenn ich die App veröffentlichen möchte bei Apple oder bei Google, dann gibt es gewisse Checklisten, die ich abarbeiten kann, damit meine App überhaupt eingestellt wird. Auch das können wir im Test noch machen, um unseren Kunden dann eben, also in dem Fall, wenn wir jetzt eine App testen für unseren Kunden, damit der dann sicher gehen kann, dass seine App auch durchkommt. Ja, wenn man das jetzt bei IoT sich anschaut, Unit-Integrationstest wird sich genauso wenig ändern. App-Test, da ersetze ich das App mal durch Device, dann habe ich einen Device-Test, dann bin ich schon wieder bei IoT gelandet. Das funktioniert noch ganz gut. System-Integrationstest, da wird es jetzt sehr spannend. Das System ist ein Moving Target, das kenne ich eigentlich gar nicht bei IoT. Das bewegt sich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das, was ich jetzt teste, in 2-3 Jahren überhaupt noch so ausschaut. Also da wird es sehr problemschwierig, da muss man sich neue Strategien einfallen lassen. Aber ähnliche Probleme gibt es eigentlich im Mobile-Umfeld auch. Wir hören uns das nachher nochmal kurz an. Der Beta-Test, den sehe ich mal jetzt als so eine Art Field-Test dann an. Den gibt es im IoT natürlich dann ganz genauso. Und den App-Store-Review, den wir hier haben, na gut, das ist jetzt ein Konformitätsthema, das ist jetzt ein Abnahmethema. Das haben Sie, wenn Sie im Car-Bereich sind, brauchen Sie Zulassung vom Bundesamt. Wenn Sie im Medizinbereich sind, brauchen Sie eventuell eine FDA-Zulassung oder ähnliche Dinge. Also da oben werden Sie auch entsprechende Funktionalitäten haben, gegen die Sie testen müssen und wo Sie für Abnahme sorgen müssen. Also das ist alles sehr ähnlich, wenn man die Schritte im Prinzip bleiben dann. Also ähnlich wie im Mobile-Projekt. Ganz klar. Gut, ich hatte vorhin gesagt, Fehlerkosten schauen wir uns auch nochmal an. Bei Herrn Grassel vorhin war auch so eine Grafik. Da ging es um Maschinen und je später ich entdecke, dass diese Maschine irgendwann ein Problem hat, desto teurer wird es. Das ist bei den Fehlern ähnlich. Wenn ich in der Analyse einen Fehler finde, also es ist ein fiktives Projekt, Fehler kosten in Euro. Also wenn ich hier einen Fehler finde, dann kostet mich das 250 Euro, um den Fehler zu beheben. Genauso in einer Entwurfsphase oder in der Codierungsphase. Entwicklertest, da habe ich dann vielleicht schon so ein paar mehr Funktionen zusammengeführt. Integration ist schon gelaufen, dann wird es schon ein bisschen teurer, weil da müssen sich mehr Entwickler damit beschäftigen, um diesen einen Fehler zu beheben. Systemtest wird es noch teurer und richtig teuer wird es dann im Feld. Ich glaube, letzte Woche war VW mal wieder in den Nachrichten, nicht wegen Abgasaffäre, sondern sie mussten VW Golf 12.500 Stück zurückrufen, weil ein Softwarefehler war. Und gut, 12.500 ist jetzt im Vergleich zur Abgasaffäre natürlich Peanuts, aber auch das kostet Geld und es ist richtig teuer. Wenn sie das hier irgendwie gefunden hätten, dann wäre es natürlich wesentlich billiger gewesen. Das ist übrigens nichts Neues. Diese Grafik, die hat Herr Brooks in den 70er Jahren schon in seinem Musical Man Months so mal in den Raum gestellt und vorhergesagt. Also
Die Erkenntnis ist sehr alt. Genau. Also wir müssen die Fehler so früh wie möglich finden. Das spart Behebungskosten, ganz klar. Wir müssen das Kosten-Nutzen-Verhältnis optimieren. Also nur weil die Fehler hier unten billig zu beheben sind, sollte man natürlich nicht nur hier unten testen, auf den oberen Teststufen dann nicht mehr testen. Müssen wir natürlich trotzdem machen, aber müssen wir ein bisschen optimieren, wo wir die Tests durchführen. Und Redundanz vermeiden. Was meine ich damit? Ja, wenn ich auf der unteren Testebene schon relativ viele Tests zu einem Thema gemacht habe, zu einem Testthema, dann muss ich die nicht unbedingt im Beta-Test den Beta-Tester nochmal mit auf den Weg geben und sagen, da müsst ihr nochmal ganz genau gucken, wenn ich eh schon weiß, dass da sehr wahrscheinlich kein Fehler mehr ist. Also Redundanz vermeiden spart auch Kosten. Gut, jetzt gehen wir mal so ganz kurz ins Mobile-Projekt rein. Was ist denn Mobile-Testen eigentlich, weil eben viele Schnittstellen da sind? Es gibt viele Ähnlichkeiten, ganz einfach beim genau. Mobile zum IoT, ja. Genau. Und dieses Bild hätte ich auch, was ist Internet of Things Testen machen können, ja. Also wir haben ja viele Devices, die irgendwie Daten generieren oder dem User eben anzeigen. Dieser Anzug, vielleicht macht der Energy Harvesting und indem ich mich bewege, kriege ich Energie für meine ganzen Devices. Also so könnte das in der Zukunft aussehen, das Mobiltesten. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich dann im Testlabor so rumrenne. Schauen wir mal, wie das wird. Was ist noch anders im Bereich Mobile? Ja, die Bedienung ist eine andere. Ich kann, während ich gehe, irgendwie die App bedienen, ich kann swipen, ich kann zoomen, kann machen und tun. Ich habe irgendwelche Gesten, ich habe Force Touch, wer kennt das von Apple? Weniger, also Force Touch, also ich habe ein iPhone und drücke drauf. Und wenn ich dann nochmal Dollar drauf drücke, dann poppt die Mail gleich auf. Ich muss also nicht die Mail anklicken, die Mail geht auf, sondern ich habe so eine Kurzansicht, wie so ein Pop-up-Fenster. Also nochmal eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit. Oder bei Android eben Edge-Bedienung. Wer kennt das? Gar keine. Einer ist am Rand nochmal ein zusätzlicher Schalter. Gut, also Bedienung ist irgendwie anders und das ist im Bereich Internet of Things auch. Natürlich. Wird andere Bedienung sein als beim normalen Computerprogramm, logisch. Wir haben andere Funktionalitäten. Wir haben Cloud Computing. Cloud spielt natürlich eine ganz große Rolle. Software in Sync haben wir. Wir haben In-App-Käufe. Das ist auch wieder ein Vergleich. Also In-App-Käufe. Ich habe im Testcenter eine App, die ich untersuche, habe aber 10 Kunden, die verschiedene In-App-Käufe gemacht haben. Dann habe ich auf einmal 10 Anwendungen, die ich testen muss. Ja, weil irgendwie durch die In-App-Käufe verändert sich die Anwendung ja. Und das kann hier genauso passieren. Natürlich. Ich habe ein Smart Home. Und dann kaufe ich verschiedene Sensoren hinzu. Genau, oder auch Auto, Car Infotainment System, Sprachbedienung. Müssen Sie zukaufen, kriegen Sie nur einen Lizenzcode, geben Sie ein. Im Endeffekt ist das auch nichts anderes als ein In-App-Code. Wenn man das jetzt ganz einfach noch ein bisschen über Online-Abrechnung macht, weil Sie ein Leasingfahrzeug haben, weil Ihre Daten eh bekannt sind, dann habe ich quasi völlig identisch die gleiche Funktionalität auch im Auto. Wir haben andere Betriebsumgebungen, wir können das Ganze im Freien benutzen, das ist im Bereich Internet of Things natürlich so oder so gegeben. Das heißt, wir haben einen geografischen Standort, der eine Rolle spielt, wir haben das Mobilfunknetz, haben wir auch schon in diversen Vorträgen heute gehört, Geschwindigkeit spielt eine Rolle, ist überhaupt ein Netz da, kann ich die Daten überhaupt zu jeder Zeit von meinem Internet of Things Produkt senden oder muss ich die erstmal zwischenspeichern und sende sie dann im Paket? Ja, und das im Test, kommen wir dann nochmal drauf. Jetzt schauen wir uns mal auf der nächsten Folie an, was sind denn die häufigsten Probleme? Das ist eine Studie, gibt es auch im Netz, also die häufigsten Probleme, das hat mich auch überrascht, im Bereich Apps von den Nutzern, sind eben nicht Funktionalität, sondern Usability und Performance. Ja, wenn die Usability schlecht ist, dann schmeiße ich die App sofort wieder weg. Und das ist im Bereich Internet of Things genauso, wenn ich ein Smart Home habe und ich habe irgendwie einen Schalter an der Wand, und den kann ich nicht bedienen, indem ich ihn klicke, so wie ich es gewöhnt bin, sondern ich muss ihn um 180 Grad drehen und dann nochmal nach vorne kippen. Dann macht das keinen Spaß, das will keiner. Bei Performance ist genauso, auch im Bereich Internet of Things, wenn das nicht so schnell funktioniert, wie ich mir das vorstelle als User, dann schmeiße ich die App auch sofort wieder runter und das ist da genauso. So ist das. Aber was, ne? Du bist ja Security. Ja, genau, richtig. Der Punkt da unten, der ist schon überraschend. Also da zeigt sich eigentlich, dass die Awareness zu dem Thema Security doch noch sehr gering ist und vor allem eben auch bei den Anwendern sehr gering ist. Das ist überraschend. Mhm. Das heißt, man ist recht sorglos unterwegs und leider findet man das Ganze auch bei den Entwicklern. Es hypt gerade IoT, alle müssen auf den Zug aufspringen, wir haben es heute Morgen in der Keynote gehört, alle müssen unbedingt genau da mitrennen
um die Security, na gut, kümmern wir uns später mal, jetzt müssen wir dabei sein. Das ist gut. Spiegelt sowas wider. Das bedeutet, wir müssen auf den oberen Teststufen unbedingt Performance-Tests, Usability-Tests machen unserer Produkte, damit sie auch im Markt ankommen, damit sie auch benutzt werden. Das ist glaube ich, immer, wenn man im Consumer-Bereich ist, ganz schnell der Fall. Genau. Und wenn man so eine App dann veröffentlichen möchte und ich habe eine Neuerscheinung, dann muss ich auch genau diese Dinge beachten, weil sonst schmeißt der Nutzer die App nämlich weg, gibt eventuell noch einen schlechten Kommentar ab, eine blöde App, funktioniert nicht, langsam, überhaupt nicht bedienbar und dann wird sie sich auch kein anderer runterladen und dann ist man eigentlich schon fast am Ende mit seiner Veröffentlichung, kann sich was Neues überlegen, weil es dann nicht mehr funktioniert. Man hat also im Prinzip nur einen einzigen Schuss. Schauen wir uns Usability noch mal ein bisschen genauer an. Da machen wir Internationalisierungstests. Also jetzt sind wir wieder bei Internet of Things auch, nicht nur Mobile. Wir müssen Internationalisierungstests machen. Ganz beliebter Fehler ist, ich übersetze ins Französische. Der Entwickler hat einen Button gebaut, so groß, da steht irgendwie was drauf. Dann kommt das Französische und derselbe Begriff ist auf einmal so lang. Dann passt der nicht mehr drauf und dann geht das an den Rändern rüber, sieht ganz komisch aus, nicht mehr bedienbar, etc. Styler-Test machen wir, es muss also alles ungefähr genauso sein wie eine ähnliche App, beziehungsweise im Bereich Internet of Things. Ich hatte eben das Beispiel mit dem Schalter, muss alles einem gewissen Style entsprechen. Da kann man sich einfach Checklisten bauen und die arbeitet man dann im Test durch. Usability-Test ist auch ganz klar ein Differenzierungsmerkmal. Wenn ich also meine Usability im Griff habe, dann differenziere ich mich von anderen Anwendungen, wo das eben nicht so funktioniert. Und sie kann auch zulassungsrelevant sein. Medizinprodukte, hast du eben schon mal gesagt. Genau, richtig. Stellen wir uns irgendwie ein Röntgengerät vor mit irgendeinem Device, wo dann das Röntgenbild angezeigt wird. Und wenn das durch die Lichtverhältnisse anders angezeigt wird und der Arzt eben den Krebs oder was auch immer dann nicht sieht, aufgrund der Lichtverhältnisse, dann ist das schlecht programmiert worden. Hat dann auch mit der Usability zu tun und ist eben auch zulassungsrelevant. FDA als Beispiel, USA. Ja. Geschlossene und offene Beta können wir natürlich machen, um die Benutzbarkeit dann nochmal ein bisschen abzutesten. Und Usability ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Definitiv. Gut, was wir auch haben im Bereich Mobile und aber auch im Bereich Internet of Things, ist die Gerätefragmentierung. Wir haben unheimlich viele Geräte. Android im Jahr 2013, das sind die Geräte, die am Markt vertreten sind. Die Größe gibt wieder, wie oft dieses Gerät am Markt von den Benutzern benutzt wurde. Ich klicke jetzt gleich mal drauf und dann ändert sich die Grafik. Dann gehen wir in August 2014 und es sind, klar, deutlich mehr Geräte. Hier oben, das Galaxy S3 ist jetzt nicht mehr ganz so stark im Markt vertreten, weil einige wahrscheinlich das S5 gekauft haben. Möglich. So, was mache ich jetzt im Test? Nehme ich jetzt alle Geräte für einen Testfall? Also mache ich mit jedem Gerät jeden Testfall? Besser nicht, weil dann werde ich nie fertig. Das heißt, ich muss mir irgendeinen Mechanismus überlegen, um eben einen guten Schnitt zu finden. Es gibt auch noch eine Herstellerfragmentierung, damit kann ich schon ein bisschen mehr anfangen. Samsung ist im Bereich Android ganz klar ganz vorn. Es reicht aber trotzdem nicht, dass ich nur ein Samsung-Gerät nehme. Ich muss natürlich mehrere Samsung-Geräte nehmen. Aber dennoch ist es so, wenn ich aus einem Bereich von Samsung, sage ich jetzt mal hier, 10 Geräte habe, ist es nicht unbedingt so unwahrscheinlich, dass ich alle Fehler gefunden habe. Ja? Also, weil es halt derselbe Hersteller ist. Manchmal kommt auch, ich glaube, das iPhone 5S ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ganz genauso von der ganzen Hardware und etc. wie das 5 war gewesen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob es jetzt das 5S und das 5er war oder das 6 und das 6S, keine Ahnung. Es ist einfach nur ein anderer Begriff. Die haben eine andere Hülle drumherum gebaut und ein bisschen mehr Software. Hardware ist aber ganz genauso gewesen. Das heißt, da kann ich keinen anderen Fehler finden, wenn ich das Gerät nehmen würde. Solche Statistiken finden sich auch im Netz. Das nur am Rande. So, im Bereich Internet of Things ist das natürlich ähnlich. Da bleibt es völlig identisch. Also ich meine, die Gerätefragmentierung, die wird man ganz genauso haben. Die Gerätefragmentierung, die entsteht ja vor allem nicht nur durch die vielen unterschiedlichen Anbieter, die es gibt. Nein, die Gerätefragmentierung entsteht ja auch durch die Laufzeit der Geräte. Das heißt, das Gerät wird einmal angeschafft, die Klasse der Geräte entwickelt sich weiter, andere Leute schaffen andere Geräte an. Das ursprünglich angeschaffte Gerät bei dem ersten Käufer, das bleibt natürlich und damit entsteht im Laufe der Zeit eine immer
größere Gerätefragmentierung, die natürlich dann auch einfach ganz unterschiedliche Funktionalitäten hat, die ich dann abdecken muss, ganz klar. Das wird sowohl bei den Herstellern als auch bei den konkreten Geräten völlig identisch sein. Genau, also was tun? Was wir bei Immos machen, wir machen alle 3 Monate eine Marktanalyse, welche Geräte sind im Markt vertreten, jetzt im Bereich Mobile. Du wirst das wahrscheinlich auch bald machen müssen. So schaut's aus. Schauen wir uns an, welche Geräte sind im Markt vertreten und versuchen eine 80% Abdeckung hinzubekommen für unseren Test. Das heißt, wenn wir mit den Geräten, die wir im Test benutzen, 80% des Marktes abdecken, dann ist das erstmal ausreichend für uns. Die restlichen 20% sind im Übrigen dann auch sehr teuer, weil es besondere Geräte sind, die man vielleicht nicht mehr unbedingt kriegt. Teure Geräte. Und wir haben auch nicht mehr so einen richtigen Mehrwert dann daraus. Was wir allerdings machen, ist, dass wir immer noch mal ein Gerät nehmen mit einem sehr kleinen Display. Wenn das jetzt bei dieser 80% Abdeckung nicht dabei ist, weil es im Markt jetzt nicht so vertreten ist, das machen wir auf jeden Fall. Also immer noch mal einen Sonderlink nehmen. Und das sollte man im Bereich Internet of Things auch machen. Also auch ruhig noch mal, wenn es bei Aldi, keine Ahnung, jetzt irgendwann ein Smart Home Package gibt für 400 €, ich weiß es nicht, dann auch ruhig das mal fürs Testlabor kaufen und gucken, ob das mit meinen Produkten funktioniert. Also ein Sonderlink, der im Markt irgendwie vertreten sein kann, unbedingt mit dazu nehmen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Crowdtest macht, oder das nächste Thema ist dann exploratives Testen, aber für diese Gerätefragmentierung wäre Crowdtest eine Möglichkeit. Wer kennt Crowdtest? Ganz, ja, ein paar, ich erzähle es kurz. Eine Folie. Könnte man auch auf der Teststufe Beta-Test machen, da könnte man Crowdtest auch einsetzen. Also in der Crowd, da habe ich eine Menge Menschen, die alle unterschiedlich sind, haben unterschiedliche Berufe, sind unterschiedlich alt, Männlein, Weiblein, verschiedene Devices haben sie eben auch, und da komme ich dann zur Gerätefragmentierung. Wenn ich nämlich aus dieser Crowd, wo ich dann, keine Ahnung, 500 potenzielle Tester habe, kann ich mir dann die raussuchen mit den Devices, um diese 80% Abdeckung hinzubekommen. Also es gibt Anbieter, die haben so eine Crowd, haben also eine Datenbank mit den ganzen potenziellen Testern. Denen gebe ich dann meine Testfälle, oder ich sage, guckt doch mal bitte die Usability an, oder ich sage, schaut doch mal, ob ihr bei einer Einkaufs-App einen Einkauf durchführen können, führt doch mal ein paar Einkäufe durch, so ein paar Use Cases mit an die Hand geben. Kann aber auch eine ganze komplette Testspezifikation mit einzelnen Testschritten zur Verfügung stellen. Die machen das dann, führen das durch mit den entsprechenden Geräten und geben mir dann die Testergebnisse. Genau. Also im Endeffekt ist es ja sowas wie vor 30 Jahren. Da war das so üblich, von Bananensoftware zu reden, die reift beim Kunden. Das ist jetzt im Endeffekt das Ganze nur mit Methode versehen. Also im Endeffekt nehme ich jetzt selektierte Kunden an die Hand. Früher waren das mal die Beta-Tester, die Alpha-Tester, die ich genommen habe. Aber ich nehme die ganz fest an die Hand. Das heißt, ich gebe ihnen ganz klare Kriterien, nach denen sie testen sollen. Ich will auch entsprechende Ergebnisse sehen. Und ich gebe natürlich einen Anreiz in der einen oder anderen Form. Genau. Das wird man bei IoT ganz genauso haben müssen, weil viele Dinge, viele Komplexität der unterschiedlichen Gerätschaften, mit denen man dann zu tun hat, die wird man gar nicht anders abdecken können. Mhm. Genau, da müsste man halt wahrscheinlich diese Datenbanken der Crowdtester ein bisschen erweitern. Was haben die für ein Smart Home, was haben die für ein Auto, was haben die für Smartwatches? Ja. Die Auswahlkriterien werden anders. Ja, wir haben einen Partner in München, der Crowdtest durchführt, und da war es tatsächlich so, dass die Wearables testen sollten, und die haben diese Wearables auch den Crowdtestern zur Verfügung gestellt und durften dann behalten. Ja, und dann haben sie eben einen schönen Test durchgeführt. Gut, exploratives Testen. Ich weiß nicht, wer kennt exploratives Testen? Viele. Also manche sagen ja immer so, exploratives Testen, ich teste mal einfach so irgendwie und dann schaue ich mal, ob ich einen Fehler finde. Das ist es ganz genau nicht. Also exploratives Testen hat Vorgehensweisen, zum Beispiel Session-Based Testing. Was mache ich bei Session-Based Testing? Da kann ich zum Beispiel eine FedEx-Tour machen. Wer kennt den Film mit Tom Hanks, Verschollen? So ein paar sind es. Ganz am Anfang die erste Szene mit dem Paket. Die Kamera ist, glaube ich, in einem Paket, und dann sieht man aus der Perspektive innerhalb des Pakets irgendwie heraus, was alles passiert. Dann bricht das Paket irgendwann auf, Flugzeugabsturz, fällt hin und her, und irgendwann nimmt dann Tom Hanks diesen Ball heraus, und das war dann die ganze Zeit die Kamera, also FedEx-Paket war das eben. Und von Natur her ist jetzt die Idee, dass ich bei so einer Session-FedEx-Tour mir die Pakete angucke. Also Bereich Internet of Things. Ich fixiere mich komplett auf die Pakete, die da irgendwie über die Datenleitung gehen, schaue die ganze Zeit aus Sicht des Pakets, was passiert gerade mit mir. Wo
wo bin ich, wie verändere ich mich? Eindeutig im Internet of Things genauso nachbildbar Datenpakete genau. verfolgen, ganz klar. Auch eine beliebte Vorgehensweise ist die Kneipentour. Kneipen, wer war schon mal in Irland, Schottland? Wenn ich da eine gute Kneipe gehen möchte, dann muss ich eigentlich die Einheimische fragen. Also ich spreche mit den Einheimischen, wo ist denn ein gutes Pub? Und dann gehe ich genau dahin, das ist super. Das mache ich bei der Kneipentour auch. Ich gehe nämlich zu den Entwicklern und frage die mal, ja, wo habt ihr denn so besondere Probleme? Wo funktioniert es denn noch nicht so richtig? Und dann nehme ich mir einen explorativen Test genau das her und teste das sehr ausgiebig. Das ist dann die Kneipentour. Session-based Testing, das war das gerade. Und es gibt natürlich auch Testergebnisse. Also so eine Session ist immer timeboxed, also keine Ahnung, mach 90 Minuten Session-based Testing und dann am Ende fülle ich ein Protokoll aus, wo ich dann alles ganz genau reinschreibe, was habe ich gemacht, was habe ich gefunden und stelle das dann auch dem Team vor. Also Testergebnisse gibt es im explorativen Test natürlich auch. Gut. Auch eine Variante im Bereich Internet of Things, exploratives Testen durchzuführen, auch um vielleicht die Geräte erstmal kennenzulernen. Also ich habe ein eigenes Produkt, das kenne ich und das kommuniziert jetzt aber mit vielen anderen Geräten. Dann kann ich für diese anderen Geräte erstmal einen explorativen Test machen, um zu gucken, was kann das denn überhaupt alles. Und dann stürze ich mich auf das System als Ganzes. Tja, jetzt gebe ich mal weiter, jetzt kommt zum einen Punkt haben wir vielleicht noch, der mir gerade eben so bei dem Vortrag eingefallen ist im Internet of Things. Wir haben natürlich ein großes Problem, das ist ganz einfach, es gibt jahreszeitabhängige Tests. Wenn man jetzt an so ein Smart Home und an die Rollladen denkt oder an die Heizungssteuerung denkt, dann wird man diesen Test auch als Crowd-Test oder so nicht zu jeder Jahreszeit durchführen können. Das wird auch noch ein ganz spannendes Thema werden. Das haben wir jetzt schon in unserer Spielwiese, in unserem Testlabor. Ach ja, genau, natürlich, ganz genau. Da haben wir jetzt schon die Heizkörpersteuerung, die kann man vergessen, ja. Im Moment noch. Im Moment, ganz klar, ja. Ja, gut. Wir haben natürlich noch ein weiteres Thema im Bereich Internet of Things. Das ist das Thema Konformität und Interoperabilität. Das heißt, wir haben eine Unmenge an Devices, die ja miteinander reden wollen und die sollen sich ja auch verstehen. Die sollen sich verstehen. Dafür gibt es jetzt eine ganze Menge an diversesten Protokollen. Die meisten haben wir schon diverse in den Vorträgen heute mal so gehört. Aber ja, diese Protokolle, die sind zwei Dinge. Die haben einmal eine Syntax und die haben einmal eine Semantik. Und auf der Syntax, da mag es noch ganz einfach sein, wenn ich mich jetzt an entsprechende Frameworks hernehme und mit diesen Frameworks arbeite. Aber in der Semantik, da wird es dann natürlich schon spannender. Also sprich, auch da muss ich natürlich testen, dass ich mit der Geräteklasse, mit der ich mich unterhalten will, auch mich unterhalten kann. Das heißt, ich spreche die gleiche Sprache mit denen. Das ist also ein großer Knackpunkt, wo man auch noch was tun muss und natürlich auch überhaupt die grundlegende Konformität zu diesen Protokollen. Das wäre jetzt dann eher die Syntax an der Ecke. Führen wir auch eher auf den oberen Teststufen durch, ne? Das passiert, ja, das passiert, da kann ich einen Großteil davon eigentlich schon auch in den Unit- und spätestens Integrationstests machen. Okay. Im Systemtest werde ich es dann mit den konkreten anderen Geräten machen, aber es gibt natürlich entsprechende Simulatoren und Analysatoren, mit denen ich das auch auf den niedrigeren Teststufen machen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei der Entwicklung. Ja, und ein Punkt, den wir nicht vergessen wollen, ganz zum Schluss noch von unserem Vortrag, das ist der große Punkt Security Testing, weil natürlich, klar, Security haben wir jetzt mehrfach gehört, ist ein riesiges Thema, auch bei IoT, wird gerne mal ein bisschen nicht beachtet, auch wenn alle wissen, da muss ich was tun dafür. Aber das Thema Testing an der Stelle ist eben auch ganz wichtig. Wenn man es anguckt, mal so das klassische Beispiel, JPEG, da ist einfach das Wi-Fi-System von dem Auto gehackt worden, um darüber ins Car-Infotainment-System zu kommen und dann war ich bei der ODB-Schnittstelle und dann konnte ich auf das Auto zugreifen, habe die Bremsen stillgelegt und das ist natürlich für den Fahrer nicht unbedingt sehr witzig. Wenn man sich einfach mal anguckt, was in den letzten Wochen einfach mal so aus heiße Security an Headlines da war, smarte Verkehrsleitsysteme leicht zu manipulieren, Schadsoftware, Atomkraftwerk und Dremmingen, BSI-Chef, befürchtet Todeszelle durch Hackerangriffe auf Autos, dann sieht man eigentlich, dass das schon ein Thema ist,
und das, um das man sich kümmern muss. Und vor allem, man kann sich auch kümmern. Man kann sich sehr frühzeitig drum kümmern. Man kann sich frühzeitig in der Entwicklung drum kümmern und damit natürlich auch in den Tests drum kümmern. Das ist also nicht so, dass es unbedingt so ausschauen muss. Schöner Satz, also quasi, ja, solange es nicht passiert, ist egal. Aber wenn es dann passiert, dann war es schon immer das Wichtigste schlechthin. Und das ist es natürlich auch. Das wollen wir eigentlich nicht. Also sollte man sich vielleicht zumindest mal um die drei Grundpfeiler, um die drei Säulen von der Security rechtzeitig in der Entwicklung kümmern. Und als Testmanager ist auch ganz wichtig, dass ich das frühzeitig im Projekt anspreche, natürlich, damit ich auch das Budget für den Test bekomme. Ja. Auch ruhig grausame Beispiele nehmen, Todesopfer, weiß ich nicht, je nachdem, was es für ein Produkt ist, um halt eben die Product Owner zu überzeugen, dass Security auch wirklich wichtig ist im Test. Ja. Also das ist das erste Thema, ist das Thema Authentizität. Das heißt, ich will wissen, mit wem ich mich unterhalte. Wir reden hier komplett über Kommunikation im IoT-Bereich. Aber da will ich auch wissen, ob derjenige, mit dem ich mich da unterhalte, meine administrative Applikation auf einem Smartphone, die soll natürlich auch die berechtigt dazu sein. Das soll auch genau die sein, die jetzt mein Smart Home potenziell steuern kann. Probates Mittel dafür, okay, klar, sind Signaturen. Ein weiterer Punkt ist die Integrität. Das heißt, es geht hier darum, sich um die Echtheit und Zuverlässigkeit der Daten zu kümmern. Sprich, ich will auch sicherstellen, dass die Daten, die abgeschickt wurden, auch die Daten sind, die bei dem Empfänger dann ankommen. Das heißt, dass dazwischen nichts manipuliert wurde an den Daten. Da ist ein probates Mittel die Hashcodes. Und natürlich ganz klar, das ist auf der Netzwerkebene jetzt schon mehrfach angesprochen worden heute, das ist die Vertraulichkeit und der Schutz der Daten. Das ist das Einfachste. Da unten kümmere ich mich um eine Verschlüsselung. Auch wenn man immer denkt, das ist das Einfachste. Ich denke an den OpenSSL Heartbleed-Thema. Manchmal ergeben sich da auch noch hinterher Probleme. Wenn man sich dann mal anschaut, was wir eigentlich für Ebenen in der Security haben, da haben wir sicher, das wird sehr gerne häufig missachtet, die Umgebung, in der so ein System steht, nämlich die physikalische Sicherheit, um die ich mich kümmern muss. Wenn da an der Kreuzung schon ein Schaltkasten steht und die Ampeln steuert mit Car2 Infrastructure Communication oder ähnliches, dann will ich eigentlich sehr ungern, dass da in der Nacht einer hergeht und an dem Kasten manipuliert und damit in der Lage ist, diese ganze Logik fernzusteuern. Also das ist also ein großer Punkt, der definitiv zu berücksichtigen ist. Dann haben wir das Thema, was jedem klar ist, was auch immer wieder entsprechend thematisiert wird. Das ist die Netzwerksicherheit aber auch im IoT hat man das ganze Thema Applikationssicherheit. Nicht nur habe ich administrative steuernde Applikationen, aber ich habe natürlich auch sowas wie zum Beispiel einen MQTT-Broker, der hat jetzt am Anfang eine Authentifizierungslogik. Die sollte natürlich auch sauber funktionieren, damit ich auch sicher bin, dass derjenige, der da vielleicht einen Subscribe auf meine Daten macht, auch berechtigt ist dazu, die sich anzuhören. Also auch hier in Applikationssicherheit ist für entsprechende Tests zu sorgen und für eine entsprechende Absicherung. Wenn man mal anguckt, was gibt es so für Bedrohungen auf Netzwerkebene, die gehe ich jetzt relativ schnell durch, die sollte jeder eigentlich soweit kennen. Es beruhen alle im Wesentlichen auf dem Thema, dass eine Verschlüsselung gebrochen wird. Das ist jetzt der Lauschangriff, das ist jetzt der Man in the Middle. Da habe ich die Replay-Attacken und dann habe ich natürlich noch den großen Bereich Denial of Service, der sehr spannend im Internet of Things werden könnte, wenn die ferngesteuerten Geräte plötzlich Unmengen Sensoren sind, nicht mehr andere PCs sind, sondern gehackte Sensoren sind, die jetzt zum Beispiel einen MQTT-Broker einfach dicht machen mit ihren Anfragen oder mit ihren entsprechenden Publish-Meldungen dann. Also da wird es noch ganz spannende Themen geben auch. Ja, und wenn wir dann noch abschließend sich mal das auf der Applikationsebene, wo ich einfach gucken muss, was habe ich für Bedrohungen, damit ich auch was dagegen unternehmen kann, anguckt, dann haben wir da den großen Bereich Injection. SQL Injection kennt, glaube ich, jeder. Das ist die Variante, dass ich auf eine Datenbank, die dahinter liegt, zugreife. Aber im Wesentlichen ist Injection alles, wo ich durch irgendwelche Eingabemechanismen, durch irgendwelchen Datenweitergabe an eine Applikation
mit entsprechend aufgebauten Daten in der Lage bin, auf dahinterliegende Mechanismen zuzugreifen. Im SQL Injection ist es eine Datenbank, das kann aber auch alles mögliche andere sein. Ich habe das Thema Authentifizierungs-, Autorisierungsprobleme, ganz klar, hatte ich jetzt auch schon thematisiert. Cross-Site-Scripting, im Prinzip klar ein HTML-Thema, aber ist auch nichts anderes als eine Injection. Das ist im Prinzip eine Script-Injection, die ich da habe. Ein nicht ganz so bekanntes Cross-Site-Request-Forgery. Das beruht auch darauf, dass das HTTP-Protokoll sessionlos ist. Das ist im Prinzip sowas wie eine Session-Hijacking, weil die Session auf der Ebene der Applikation aufgebaut wird. Da kann ich da auch entsprechende Mechanismen übernehmen. Und natürlich habe ich sowas wie eine mangelnde Datenvertraulichkeit, sprich, ich bin in der Lage, irgendwelche Informationen über dahinterliegende Verzeichnisse oder Dateien zu erlangen. Und ganz klar die Benutzung von Komponenten mit bekannten Schwachstellen. Da sollte ich auch mal genauer hingucken, was es denn so im Netz an Meldungen gibt, ob ich irgendwelche Frameworks benutze, die momentan gerade ein bisschen ja, im Gespräch sind in den entsprechenden Seiten. Und wenn man jetzt denkt, naja, sowas wie Injection kommt bei IoT eigentlich kaum vor. Ich hatte vorhin gerade das Beispiel des MQTT-Brokers, der Benutzername beim Login. Das ist natürlich schon eine Eingabe. Und wenn ich da hinten dran dann eine Datenbank habe, mit dem die Benutzer verwaltet werden, die zulässig sind, dann habe ich eigentlich schon eine Möglichkeit, hier über SQL Injection, wenn schlecht programmiert ist, einzugreifen und finde möglicherweise sehr viel Informationen über entsprechende Benutzer dahinter. Zwei Anmerkungen hätte ich noch. Also einmal hier die Komponenten mit bekannten Schwachstellen. Das ist fürs Testcenter, für mein Testlabor auch wichtig, dass ich mir vielleicht mal so eine Komponente, wenn sie dann mit meinem Produkt in Berührung kommt, auch mal besorge und dann schaue, dass wenn ich über diese Komponente einbreche ins System, dass mein Produkt dann trotzdem irgendwie safe ist. Ja? Also auch da vielleicht mal ein bisschen schauen, dann die entsprechenden Teile besorgen. Ist klar. Und noch eine Anmerkung, Security-Testing findet sehr häufig schon beim Anforderungsreview statt. Wir müssen als Tester sehen, dass wir in dem Moment, wo die Anforderungen geschrieben werden, wo das Fachkonzept geschrieben wird, dass wir da schon dabei sind, das Ganze reviewen können. Und dann können wir schon einige der Security-Probleme, wie zum Beispiel, keine Ahnung, WLAN an der Ampel, gut, ja, Steuerung das sind jetzt, oder USB, das sind jetzt die Anschluss Themen, an der Ampelsteuerung, die auf der Basis Kommunikation, Netzwerkebene sind, aber auch natürlich auf der Ebene Applikation kann man natürlich relativ schnell Architektur Entscheidungen treffen, die ja manche Security-Probleme verhindern oder eben erst befördern. Also Security-Testing eigentlich schon fast bevor es überhaupt programmiert wird. Ja? Ja. Also nicht ganz am Ende einmal einen Security-Test machen, sondern möglichst am Anfang. Wie eigentlich allgemein. Test first. Okay. Ja. Gut, damit wären wir am Ende. Und stehen für Fragen natürlich noch zur Verfügung, wenn es denn welche gibt.